Aber mittlerweile. I got this. Okay. Sub 7. Let's go. Sub 7. Ich habe gestern, wie gesagt, ja auch noch einen zweiten ROM-Hack gespielt. Metroid Winter Mission. Und der, holy shit, der ist übel. Das ist ein relativ linearer ROM-Hack, aber der ist heftig. Also heftig im Sinn von schwer. Du kriegst kaum Upgrades und alles macht verdammt viel Schaden. Hätte ich nicht gesafe-stated teilweise... Keine Ahnung, ich bin auch so teilweise an die Decke gegangen. Aber das meiste davon ist halt Trial and Error. So, wenn du nicht weißt, dass um die Ecke da jetzt ein Gegner ist, dann, tja. Pech. Was passiert da ständig? Es gibt da diesen einen Gegner, der bewacht so den Varia-Suit. Und der macht halt original, man hat bis zu dem Zeitpunkt nur 99 Leben, also noch kein Energietank. Der one-shottet halt einen so. Wusste ich nicht. Viel zu heftig. Aber ich glaube, wenn man... Jetzt habe ich richtig gesplittet. Jetzt ist der Goldsplit ist jetzt natürlich falsch, ne? Weil ich jetzt richtig gesplittet habe und im Run davor habe ich es verkackt. Aber so minus 30 Sekunden sieht man doch gerne. Wieso mache ich diesen Fehler immer? Au. Warte, den. Ja, der ROM-Hack war schon ziemlich übel, muss ich zugeben. Ich musste auch teilweise im Internet nachschauen, wo es weitergeht. Das ist, ganz ehrlich, das ist, wenn man Metroid und Dark Souls zusammenpackt, so, dann kommt dieser ROM-Hack so ungefähr raus. Oder der Schwierigkeitsgrad war dem angepasst, so. Weißt du, auch im Level-Design musstest du teilweise halt selber rausfinden, wo es lang geht, so. Versteckte Passagen und so. Nicht markiert sind. Und du musst jetzt genau dieses eine Teil mit einer Rakete abschießen, damit es dann da weitergeht, so. Solchen Quatsch. Wenn du halt nicht weißt, dass das genau da ist. Also ich fand den Hack sehr nice. So. Auch wenn er verdammt schwer war. Aber an sich... Ist halt genau das. What the fuck? Warum verliere ich hier gerade Zeit? Da ist er, mein One Cycle. Easy peasy. Wieso verliere ich hier gerade 30 Sekunden? Wieso verliere ich hier Zeit? The fuck? Nein! Hallo! Okay, dann würde ich. Gut, dann halt nicht, Mignon. Okay. Hab ich echt nur 2 Sekunden gespart? Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich falsch gesplittet habe, aber trotzdem nur 2 Sekunden. Das hat sich in meinem Kopf viel besser angefühlt.
Ach so, ja, das ergibt natürlich Sinn. Hör auf, dich überall festzuhalten. So bad. So wird das kein Sub. Ich verliere hier sogar Zeit. Hallo. Das wird aber kein... Das kann gar kein Sub-7 werden hier. Was habe ich bei Speed Boost? Er hat ja die 30 Sekunden dann wieder abgezogen, aber ich habe ihn one-cycled, das habe ich vorhin nicht. Weil ich das eine Mal da kurz runtergefallen bin. Ich hatte 10. Ich dachte, Mecha Riddle braucht 10 Super Raketen, nicht 8. Ja, gut, dass wir keinen Subs haben. Feels bad, man. Ja, aber die Escape läuft schon mal viel besser. Im Escape muss man ein bisschen hoffen, dass die Gegner Power Super Raketen droppen hier. Weil man braucht. Man braucht mindestens 4. 4 brauche ich jetzt noch. Aber ich habe ja 5, also passt das. What the fuck am I doing? Hey, Lysop! Ich glaube, du kommst ein bisschen zu spät. Alle sind im Lurker-Modus. Trotzdem 4 Sekunden gesaved. Das war trotzdem kack. Sum of Best Segment 7,18. Ja, okay, das Sum of Best stimmt natürlich jetzt nicht wegen dem einen Split, der Fall ist. Unknown World Record. Ja, jetzt habe ich ihn. Ich habe 2 neue Weltrekorde. Metroid Deep Freeze Any% und 100%. Ist das wirklich ein Xone? Ist das wirklich ein Skaoi 445? Bist du es wirklich? Dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also, wie soll ich auch nicht 2 Monate lang nicht streamen? Aber davor habe ich dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's, Skaoi? Sadio. Son Goku Boys. Wie geht's dir, Xone? Mir geht es ganz gut. Wie geht es dir, Skaoi? Ja, also den Any% Run und den 100% Run, die lassen sich beide noch verbessern. Stark verbessern. So, jetzt Sum of Best 7,46. Wirklich? Subs? Subs muss doch...